So, wir sind hier wieder in Guild Wars, in dem schönen eisigen Gefilde, bei den fetten und glücklichen Doljaks. Wir haben uns gerade eingeloggt und bekommen sowas, damit wir aufleveln können. Süßer Schatz. Das ist ein Foliant des Wissens, damit steigen wir einfach eine Stufe auf. Das können wir jetzt einfach mal machen. So, sind wir schon Stufe 13? Kriegen wir mal angezeigt, was wir alles dann machen können, was freigeschaltet wurde. Und eine der täglichen Aufgaben ist Holzfällerin im Zittergipfelgebirge. Wir sind ja im Zittergipfelgebirge. Müssen wir nur ein paar Holzstämme finden, die wir abhacken können. Das können wir auch gerade mal machen. Wir treiben uns ja eh hier rum. Nehmen wir erstmal das Kupfer mit, das hier noch rumliegt. Und dann sehen wir mal weiter. Hier haben wir eigentlich schon alles. Können schon wieder hier so machen. Wir könnten hochgehen. Aber das ist ein bisschen hoch für uns. Stufe 70 bis 80 können wir in ein Gebiet gehen. Wir können ein Gebiet mit Stufe 15 bis 25 gehen. Ist auch ein bisschen hoch. Oder wir durchkämmen einfach hier noch ein bisschen die Gegend. Das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. Einfach mal hier noch rüberlaufen. Und mal sehen, was wir da auch Schönes finden. Unsere Geschichte ist ja ganz weit unten, oder? Wo ist unsere Geschichte? Hier unten ist unsere Geschichte. Ist ganz weit entfernt. Hier ist sogar ein Weg. Und hier sind Bäumchen. Zum Abrupfen. Komm, lass uns doch mal die Blätter abrupfen davon. Okay. Und nochmal Blätter abrupfen. So. Guck mal, da haben wir schon 60% der Aufgabe gemacht. Hier ist nochmal ein Bäumchen zum Abrupfen. Nehmen wir gleich nochmal mit. Ich finde, der macht echt komische Geräusche, wenn er Bäumchen abrupft. Echt komisch. Und da hinten ist noch eins, dann können wir die auch schon fertig machen. Die sind lieb zu uns. Ja, die sind lieb zu uns. Ein neuer Ort. Der ist böse zu uns. Das nehmen wir nochmal mit. Und dann kriegen wir für jeden die Aufgabe, die wir am Tag machen. Sowas. Da ist auch, weil momentan die Super Adventure Box ist, so ein Ding für die Super Adventure Box drin. Das sind Fähren, die kann man auch in der Super Adventure Box sammeln. Und dann gibt es noch sowas. Damit leveln wir ein bisschen. Und das sind Handwerksmaterialien, die können wir lagern. Dann lagern wir nochmal alles. Wir wollten ja den Rest hier verkaufen, ne? Können wir ja gerade nochmal gucken beim Handelsposten, wie viel wir dafür kriegen. Oder wir können es auch wiederverwerten. Wir könnten das auch wiederverwerten. Gucken wir einfach mal beim Handelsposten. Oder wir verwerten es dann gleich wieder. Dafür kriegen wir nicht viel. Wie steht es mit dem anderen Zeug? Da kriegen wir auch nicht viel für. Da kriegt man ein bisschen was für. Verkaufen wir das? So. Dann wiederverwerten wir den Rest doch einfach. Alles, was geht, den Rest verkaufen wir dann wieder. So. Alles wieder weg. Essenz des Glücks, damit wir noch mehr Glück haben.
Das deckt sich dann einfach bei dem Charakter, wenn man hier dann hellen reingeht. Und bei Ausrüstung ist es hier. Nein, das ist Vitalität. Wo ist denn Glück? Glück, wo bist du? Hier ist Glück. Nein, das ist magisches Gespür. Ach so, dieses Glück bringt uns dann magisches Gespür, glaube ich. So war das. Wenn wir ganz viel Glück dann haben, dann bringt uns das magisches Gespür. Das steigt dann hier auf. Finden wir mehr seltene Gegenstände. Da haben wir schon ordentlich was von. Und das kann man nicht verkaufen, das kann man auch nicht verkaufen, das kann man auch nicht verkaufen, das kann man auch nicht verkaufen. Schön. Dann müssen wir es eben... Es rentiert sich nicht wirklich. Ah, dann zerstören wir es einfach. Ja, bitte. Einfach hier mit der linken Maustaste nehmen und wegschieben, dann kann man es zerstören einfach. In die Landschaft kicken, dann liegt es in der Landschaft rum. Das ist Schrott, das sind Trophäen, die kann man verkaufen. Das war unser Doljak-Dörrfleisch, das ist unser Wiederverwertungszeug. Das sind die Fern von der Super Adventure Box, das ist die Löwen. Schwarzlöwen-Schatzkiste da. So. Wir können hier gerade doch die Aufgabe machen. Helft der Löwengarde. Kreuzungsfreistadt sicher zu halten. Da müssen wir Söhne Svanias bekämpfen. Oder halt diese anderen bedrohlichen Bedrohungen. Ich glaube, Doljaks sind keine bedrohlichen Bedrohungen. Deswegen lassen wir die mal da rumstehen. Wir können auch die Sachen da wiederbeleben. Ich glaube, das bringt auch was. Aber jetzt können wir erstmal anvisieren. Das ist ein Veteran. Ui, der ist stärker. Aber den kriegen wir auch hin. Und das Schutzschild. Und dann ziehen wir das nochmal irgendwo hin. Da nochmal drauf. So. Ordentlich wegrasiert. Ich habe mich vorher geheilt. Aber es greift uns wenigstens keiner mehr. Ja, da kommt so ein Zwan jetzt her, oder was? Was ist los mit dir? Was kann ich damit nochmal machen? Ich sterbe jetzt hier? Ist das ernsthaft? Nein, ich sterbe nicht, weil da liebe Leute sind, die mir helfen. Wir können noch einfach auf den draufballern, so. Mhm, schön. Dankeschön. So. Wir könnten auch mal, hier haben wir bisher nur das eine und hier haben wir bisher gar nichts. Hier können wir alles mögliche skillen. Legendäre Zwergenausbildung. Ups, das sollten wir nicht machen, wenn da irgendwelche Leute stehen, die uns bekämpfen. Weil die sind bedrohliche Bedrohungen und während man bedrohliche Bedrohungen in der Nähe hat, sollte man nicht irgendwelche Sachen skillen wollen. Hm. Ja. Das, ach so, das ist ein Lieber. Okay, ich dachte schon, das wäre so ein Sunstenwanius, den man bekämpfen muss. Hier sind auch noch Bäumchen. Machen wir doch mal gerade die Bäumchen. Solange bis hier wieder Leute. Hier sind ganz viele Leute. Okay, wir gehen gleich Leute gucken und die wir bedrohliche Bedrohungen nennen. Die wir dann einfach wegrasieren. Machen wir gleich noch. Wir sollten uns aber vorher hier den Wegmarke holen. Damit, wenn wir hier verrecken. Damit. Oh, unser Sammelwerkzeug ist leer. Wir haben kein Sammelwerkzeug mehr. Wir haben kein Sammelwerkzeug mehr. Wir können nicht mehr hacken gehen. Wir brauchen einen, der uns Hackzeug gibt. Kann man hier Hackzeug kaufen? Hoffe ich doch mal. Bei der müsste das ja gehen. Nee, geht's natürlich nicht. Die kauft nur Lederbeutel. So. Aber wir können Schrott verkaufen. Wenn man auf Schrott verkaufen klickt, dann werden diese ganzen Trophäen einfach verkauft, die man hat. Die ganzen Trophäen, die hier waren, weg. Da sind alles Handwerksmaterialien. Das kann man weglagern. So. Hier sehen unsere Taschen doch schon viel besser aus. Bei der kann man das, glaube ich, auch nicht machen. Ihr seid ein willkommener Gast. Nee, ich wollte eigentlich das.
Nee, ich wollte. Nee, bei der kann man nur verkaufen. Das ist süß. Bei der kann man nur verkaufen und nichts kaufen. Weil das wäre ja dann doof. Und das geht ja nicht. Also. Bei der kann man nur verkaufen. Die hat nichts zum Kaufen. So. Also. Sammeln wir noch hier ein bisschen weiter. Bis unsere anderen Sammelwerkzeuge auch Schrott sind. Die Sammelwerkzeuge sind ja hier. Hier sind die. Wir haben noch 11 von denen und 8 von denen. Okay. Jedes Mal, wenn wir irgendwie was sammeln oder so, dann geht da eins davon weg. Das heißt, wir hacken den Baum ab und legen dann dafür. Achso, wir können ja nicht hacken. Wir haben gar kein Hackzeug mehr. Wir hacken den Baum ab. Oder auch nicht. Also momentan nicht, aber sonst schon. Wir hacken den Baum ab. Und dann dafür, dass wir dann den Baum wegnehmen, tun wir da einfach unsere Axt hinlegen. Das ist doch ein guter Ausgleich, oder nicht? Ich find's schon. Ich find's schon. So funktioniert das Ganze. Ich mag, wie das aussieht. Ich auch. Ich auch. Und vor allem sieht das gut aus. Ben. Okay, es funktioniert nicht. Wenn hier alles so bläulich schimmert und dann wir hier einfach mal so einen brennenden Schlitz rein schweißen oder schleudern oder wie auch immer reinbrennen. Einfach mit zerstört. Ey, was ist da los? Ey, was ist da los? Okay, alles gut. Ja, die Tiere kämpfen auch manchmal gegeneinander oder die Kreaturen oder die bedrohlichen Bedrohungen. Die kämpfen auch manchmal gegeneinander, ja. Der Svanja, der hat aber ganz schön viele Söhne, muss ich schieben lassen. Ich glaube, wir holen uns erstmal die Wolfsbrut. Eisblutwolf. Glaube ich eher nicht. Guck mal, wie es ausgeht. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Es ging ja sogar. Ja. Mir egal, wenn du da irgendwelches Zeug hinballerst. Guck mal, da fällt's hin. Und noch ein Eisbrot. Okay, Eisbrot. Es blutet nicht, es brotet. Blutet, brotet. Hier war ein Event, was auch immer das für ein Event war. Ich habe dabei nichts gemacht, deswegen habe ich nur Bronze bekommen. Finde ich okay? Finde ich okay. Vollkommen legitim. So. Dann, was ist da oben los? Was ist da oben los? Söhne Svanje gegen andere Leute von mir. Mhm, schön. Ja, da ist so ein Svanje. Und zu dem gehen wir erstmal hin. So, jetzt fehlt uns nur noch einer. Ach, nehmen wir den Eiselementar hier. Hoffentlich gehört er auch dazu. Der heißt ja nicht Eisbrot, der heißt ja nur Eis. Weiß man ja nicht. Ach, der gehört auch dazu. Schön. Schön finde ich das. Schön finde ich das so. Vielen Dank. Bitte, bitte. Danke, bitte, bitte. Danke. Ach, hier ist ein Event. Okay. Wollen wir da mitmachen? Komm, wir machen das mal mit. Ich liebe ja meine Flächenschaden, ne? Den Flächenschaden.
die einfach alles rundherum auch noch mitreißt und zerstört. Das finde ich lustig. So. Schön. Wo ist eigentlich dieser Typ, den man protecten muss hier? Ich sehe den gerade gar nicht. Ach so. Joras Schrein soll man irgendwie verteidigen. Das ist gar kein Typ, den man protecten muss. Okay, okay, okay. Ja, ich sehe gerade, wie es funktioniert. Das da ist dieser Schrein. Hier sehen wir das Leben. Das ist genauso wie hier. Das finde ich gut. Sind wenigstens mal wieder überein. Und das sind, wie viele Söhne Svanis noch verbleiben, bis das Event zu Ende ist. Und das sind nicht mehr viele, deswegen machen wir die einfach erstmal mit. Da unten sind wir unverwundbar. Oh, wie schade. Wow. Wer passt da oben nicht richtig auf? Okay, gut. Gut, Event vorbei. Event vorbei. Schön, wir haben das Event mitgemacht. Und da ist noch eine Wegmarke, die wir noch nicht kennen. Da oben ist auch noch eine Wegmarke, die wir nicht kennen. Ich würde mal sagen, wir holen uns die Wegmarken noch. Hier oben. Na, laufen wir doch mal hin. Doch, laufen wir mal hin. Doch, das ist nicht so weit. Da laufen wir jetzt mal hin. Das da haben wir schon abgerupft. Blättergestrüppe haben wir schon abgerupft für den Salat heute Abend. Ich freue mich. Nein, ich will mich nicht zu der Make Market teleportieren. Ich will die ja oben entdecken. Ui. Ich glaube, die Doljaks haben Hunger. Ich glaube, die musst ihr füttern, damit sie schön fett werden. Und glücklich, natürlich. Wo Straßensperren, gar kein Problem. Wenn eine Baustelle ist, gar kein Problem. Wir gehen einfach durch. Wir gehen einfach durch. So, wir gehen wieder zurück. Zu der anderen Wegmarke da unten. Ist irgendwas böse auf uns? Ich hoffe mal nicht. Ich habe jetzt gerade R gedrückt. Ach, da ist sowas böse auf uns. Jetzt rennen sie wieder zurück. Ey, töt doch nicht das Hasending da. Oder was weiß ich, was das war. Ich kann es nicht mehr anvisieren, weil du es getötet hast. Was ist los mit dir? Warum tust du sowas? Oh, ich weiß nicht, den Doljak auch noch hauen. Ey. Hau nicht den Doljak, okay? Also habe ich ihn, glaube ich, gehauen. Ups. 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 Ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte dich auch nicht hauen. Geh wieder weg. Der ist jetzt Akku gegen mich. Jetzt habe ich irgendwie zwei Elche mitgetötet und einen Doljak, um dieses eine kleine Vieh zu töten, was hinter mir hingerannt ist, ja? Ja, ja, ja. Kollateralschäden. Hier oben sind ja viele Events. Ich weiß nicht genau. Ich will da gar nicht. Ich habe keine Lust. Ich gehe jetzt runter zur Wegmarke und mach das da. Unten. Gehen jetzt runter zur Wegmarke, holen uns die und guck mal, ob wir das da oben hier uns das Zeug alles holen können. Oh, sind es Vanyas. Schön euch zu sehen. Und ein Hirsch. Schön, dich zu sehen. Und ein Hirsch. Und noch ein Hirsch. Und noch so ein Svanier. Und da ist noch so ein Svanier. Komm, wir machen die zusammen. Ey, das ist sogar so weit, dass es den da hinten trifft. Können wir noch ein bisschen mehr Grünzeug abrupfen. Blaubeerbusch. Blaubeerbusch. Ich finde, diese Blaubeeren sehen aus wie Handschuhe für einen Boxsack. So sehen die Blaubeeren aus.
Also das nächste Mal, wenn ihr boxen wollt, dann nehmt meine Blaubeeren, okay, Leute? Denkt an mich, wenn ihr boxen geht, und nehmt die Blaubeeren von mir. Denn die Blaubeeren machen schöne blaue Flecken und dann seid ihr alle schön blau und fleckig. Und das ist doch schön. Oder nicht? Also ich finde es schön. So, da oben ist irgendwas, was man sehen muss. Wir können nicht hacken, wir sind... Warte mal, ist da irgendwas? Ne, ich glaube nicht, ne. Hier sind so eine Svanies. Die schießen gleich auf uns. Und da oben irgendwo, oder hier oben irgendwo, wo ist denn das? Wo ist denn? Wo muss ich denn hoch? Ach, da oben muss ich hoch, okay. Hier oben muss ich hoch. Da ist noch jemand, der es nicht mag. Falsch rum. Das ist ein Fernkämpfer, der steht da vor uns, ja. Ja. Gut. Super. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Kommen wir da so einfach hoch? Sieht ein bisschen schwerer, als da auch so einfach hochzukommen aus. Sieht noch doofer aus. Achso, wir haben ja einen Gleitschirm. Stimmt ja. Wir haben schon einen Gleitschirm. Einen Gleiter. Geil. Geil. Oh. Das hättest du jetzt nicht machen sollen. Das hättest du nicht machen sollen. Das sind, glaube ich, ein paar viele. Leute. Nee, 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 nee. Da haben wir noch unser Heal. Und wir können ja auch noch andere Sachen machen. Irgendwie sowas oder sowas. Können wir hier nochmal kommen, Boxschluss? Können wir sowas machen? Guck mal. Passt doch. Alles gut. Alles gut. Noch den. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Sieht nämlich ein bisschen besser aus als auf der anderen Seite. Na, 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 na. So, da sind wir hier auch schon oben. Und gucken auf die schönen Weiten. Da steht eine Statue rum auf dem Berg. Schön. So. Was hat die Statue da auf dem Kopf gehabt? Ich würde sagen, es war eine Mülltüte aus Plastik. Was sagt ihr? Ihr könnt euch ja mal ausdenken, was es war. Und mir es dann schreiben. Oder so. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wissen, was sie auf dem Kopf hatte. Und wir dann noch weiter Blätter abrufen. Und wir vielleicht dann auch mal wieder jemanden finden, der uns das Zeug zum Hacken geben kann. Ja, mal sehen. Also... Dann sehen wir uns wieder mit stinkenden Zwiebeln und unserem Wiedergänger.